Türkei hat ganz wenige Primärenergiequellen. Ganz wenig Öl, also das reicht überhaupt nicht. Kein Gas. Und was die Türkei hat, ist leider nur Braunkohle. Die Regierung unterstützt immer mehr Investitionen mit Braunkohle. Das ist natürlich also eine Entwicklung, was, wenn wir über Klimaschutz, Klimaveränderung sprechen, ich meine, nicht sehr lange erhalten bleiben kann. Die Türkei ist ein Wachstumsland. Also das ist der Hauptunterschied zu Deutschland vielleicht. Der Bedarf an Strom wächst jährlich. Insgesamt, wenn man über die letzten 10 Jahre schaut, jährlich mit 5%. Das heißt, da muss man auch sehr viel investieren. Und wir in der Firma, das ist ein Joint Venture von Borusan mit MBW, haben uns als Ziel gesetzt, nur erneuerbare Energie zu nutzen. Das heißt, auch die Investitionen nur in Erneuerbaren zu machen. Und da ist Windkraft eigentlich das größte Potenzial. Also bis Jahre 2020 wollen wir 2000 Megawatt insgesamt erreichen. Und davon werden 1500 Windkraft sein. Das ist schon ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, muss ich sagen. Der Rest wird hauptsächlich Solar und Wasserkraft sein und vielleicht auch ein bisschen Geothermie, was in der Türkei auch ein interessantes Gebiet ist. Natürlich geht es in der Türkei ein bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, die Bevölkerung, also die Beteiligung von der Bevölkerung ist immer noch kein Thema mit einer Priorität. Also wir haben das von Anfang an auch mit Hilfe von deutscher Erfahrung in den Vordergrund gestellt, dass wir, wenn wir unsere Projekte entwickeln, auch vor allem die Bevölkerung mit einbeziehen, erklären, was wir machen, erklären, was sich ändern wird und versuchen, die Zustimmung zu holen. Und das ist, ich finde, der Weg, der richtige Weg. Das wird sich hoffentlich auch verbreiten bei anderen Investoren. Das ist auch sehr wichtig, weil schlechte Beispiele machen es auch für alle schwierig.